Guten Abend, meine Damen und Herren. Zuerst drei Sätze in eigener Sache. Nach dem letzten Club 2 Spezial am Donnerstag, da ging es um das Thema der ORF-Dokumentation über die zwei Skinheads, haben mich ungefähr 20 Mails erreicht und den ORF-Kundendienst haben ungefähr 25 Anrufe erreicht, in denen gesagt wurde, der Moderator, also ich, der war nicht neutral genug, weil es um den ORF ging. Ich habe mir darauf die Sendung angeschaut im Nachhinein und muss sagen, ich akzeptiere diese Kritik. Vor allen Dingen in der ersten Hälfte der Sendung ist mein ORF-Herz gelegentlich hat's zu laut gepocht. Das sollte nicht sein bei einem Diskussionsleiter, das tut mir leid. So, und jetzt zur heutigen Sendung. Es wird sicher eine spannende Diskussion werden als letzter Bestandteil dieses Abends, dieses Themenabends über Scientology. Und zwar in folgender Runde. Angelika Thonauer, sie ist von Scientology Österreich, seit 1992 ist Frau Thonauer dabei und sie ist zuständig in Österreich für die Öffentlichkeitsarbeit. Dann Frau Sabine Weber von Scientology Deutschland, seit 1985 dabei. Sie ist ein sehr hochrangiges Mitglied bei Scientology Deutschland. Sie ist Vorstandssprecherin und Präsidentin von Scientology Berlin. Genau. Guten Abend. Peter Schulte, er ist Religionssoziologe, hat viele einschlägige Publikationen zu diesem ganzen Problembereich, wenn ich so sagen darf, schon verfasst und arbeitet derzeit in einem Buch über neue religiöse Bewegungen. Guten Abend. Dann Franz Winter von der Österreichischen Bundesstelle für Sektenfragen. Das ist eine weltanschaulich neutrale Einrichtung des Wirtschafts-, Familien- und Jugendministeriums. Und das ist zuständig für, wenn man das will, man kann sie anrufen, über die Website geht es auch, zuständig für Information und Beratung in, wie es wörtlich heißt auf der Website, in sogenannten Sekten- und Weltanschauungsfragen. Dann Frau El Abadalla, sie ist Autorin und publiziert im Bereich Sekten, Esoterik, neue Religionen, zum Beispiel gemeinsam mit der Autorin Ilse Ruby, meine Ehe mit einem Scientologen. Und schließlich Jeanette Schweitzer, sie ist eine Scientology-Aussteigerin und Autorin. Zuletzt kam von ihr das Buch vor einem Jahr, Der Apparat, meine Jahre bei Scientology, ein Erfahrungsbericht. Guten Abend miteinander, wenn ich so sagen darf. Guten Abend. Wir haben jetzt einen langen Fernsehabend gehabt, einen interessanten, glaube ich, zum Thema Scientology. Zuerst mit dem Spielfilm und dann mit der BBC-Dokumentation. Es ist also fair, wenn ich zuerst einmal die Damen von Scientology frage. Sie, Frau Thonauer, würde ich vorschlagen, ja, was Sie denn dazu sagen? Ja, also die letzte Dokumentation vielleicht, dass man mit der beginnt. Ja, zum Spielfilm kannst du vielleicht eine Stellung nehmen. Ist für mich ein klassisches Beispiel von höchst unseriöser Berichterstattung. Ne? Es gibt ja eine Gegendokumentation von uns dazu und da sieht man also wirklich, wie der Herr Sweeney versucht hat zu manipulieren. Er ist oft eingeladen worden von der Kirche, sich innen die Sachen anzuschauen, mit Scientologen, mit wirklichen Scientologen, nicht Aussteigern zu reden. Ne? Warum sage ich das? Weil ein Scientologe, wenn er in der Kirche ist und ihn dabei ist, wird er anders reden als ein Aussteiger. Ne? Ich frage auch nicht einen exkommunizierten Priester oder ausgeschlossenen Priester, was er zur katholischen Kirche sagt. Ne? Da gehe ich zu einem Priester und erkundige ich mich dort. Ne? Also da sieht man mal, dass das auf unseriöse Weise gemacht wird. Was schön war am Anfang der Dokumentation ist, dass man gesehen hat, was wir wirklich eigentlich für soziale Programme, Reformprogramme in der ganzen Welt haben. In Haiti 200 Volontärminister, diese im gelben T-Shirt ehrenamtlichen Geistlichen, was man ja leider viel zu selten sieht und bin ich dankbar, dass das da gezeigt wurde. Und da gibt es noch viel zu sagen. Und wie gesagt, der Herr Sweeney hat sich, glaube ich, eh selbst am Schluss diskreditiert mit seinem Verhalten. Das ist auch das Problem, was wir sehen. Er hat sich entschuldigt. Toll, ja. Ja. Aber das Problem, was ich sehe, ist, dass eigentlich die Dinge, die wirklich in Scientology stattfinden, wirklich, dass der Menschheit geholfen wird, und das geht es eigentlich, das sind die Ziele der Scientology, dass das viel zu wenig rüberkommt und das finde ich problematisch. Ich sage nochmal, Ihre Gegendarstellung, die haben wir verlinkt im Netz mit der Sendung Weltjournal, wer das sehen will, in englischer Sprache, kann es übers Internet
anschauen. Ich sage aber auch dazu, die BBC-Dokumentation, da hat es ja in England eine große Aufregung nachher gegeben, ja, aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt gar nicht eingehen will. Und die BBC hat das geprüft und hat das für völlig in Ordnung befunden, mit einer Ausnahme, diesen Gefühlsausbruch. Dafür hat er eine Rüge bekommen, aber nur dafür. Und Sie wollen noch was sagen zum Spielfilm? Ja, also ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Scientology das wäre, was dort vorgeführt wurde, dann wäre ich schon lange ausgetreten, ja. Also das, was mich am meisten schockiert hat, ehrlich gesagt, ist, dass man versucht, Mitglieder der Scientology-Kirche als gefühllose Roboter darzustellen. Das Positive daran ist, dass jeder natürlich leicht feststellen kann, wenn er uns besucht, dass das schlicht und ergreifend nicht der Fall ist. Ja, also das ist so eine futuristische Version von faschistischen Systemen, die definitiv überwacht gehörten, die, wenn das so wäre, wie es dort dargestellt wird, auch verboten gehörten. Und es schürt Emotionen, ja, gegen unsere Religionsgemeinschaft. Wir haben ja, seit der Film ursprünglich vorgestellt worden war, Anfang Februar, speziell in Berlin, Deutschland, ja. Dadurch, dass wir auf dieser Website auch die erste große Scientology-Kirche in Deutschland sind, die dann aufgerufen werden kann, also einen massiven Anstieg an Morddrohungen, Bombendrohungen, Sachbeschädigungen etc. Und da, sagen wir mal, da wird der Volkszorn geschürt, und das darf eigentlich ein öffentlich-rechtlicher Sender nicht tun. Er muss auf beiden Seiten recherchieren. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das hätte dem Projekt auch gut getan, weil es dann glaubwürdiger rübergekommen wäre. Die wiederum sagen, die Produzenten, ich weiß das, weil wir mit ihnen gesprochen haben, das weiß man auch, sie haben den Film sozusagen unter einer Tarnkappe gedreht. Sie haben nach außen gesagt, man hat ja gesehen, bei dem Haus, da wird den Film gedreht. Sie haben nicht gesagt, es geht um Scientology, sondern es geht um einen Tatort, haben sie gesagt, also diese Krimiserie, weil sie davon ausgegangen sind, wenn sie sagen, es geht um Scientology, kommt ihre Organisation und verunmöglicht sozusagen die Fortsetzung der Dreharbeit. Geht ja gar nicht. Ich sage nur, wie die argumentiert haben und was sie für Vorkehrungen getroffen haben. Ja, das mag sein. Ich denke mal, man wollte sich mit Fakten die Geschichte nicht kaputt machen. Ja? Weil normal in einer ordentlicheren Recherche, da hören Sie beide Seiten, Sie fragen nach, sagen wir mal, wie Sie besuchen zumindest mal eine Scientology-Kirche. Und hier war ganz klar, war das nie die Absicht vom ARD. Ja? Und wie die Frau Thonauer schon sagt, wissen Sie, wenn die Berichterstattung generell ausgeglichen wäre, wenn man über unsere Sozialprojekte berichten würde, über die tatsächlichen Aufgaben der Kirche, über die Arbeit der ehrenamtlichen Geistlichen in Haiti oder in der Nachbarschaft oder sonst wo, ja, über die Antidrogenkampagne, die wir leiten. Ich denke, dann wäre den Fernsehanstalten tatsächlich nicht so viel vorzuwerfen. Aber diese eindeutig negative Kennzeichnung, die sie ja den ganzen Abend, die sich den ganzen Abend ja schon durchzieht, das macht es problematisch, und das hat dann beinahe schon volksverhetzenden Charakter, muss ich sagen. Frau Schweizer, Sie waren bei Scientology, muss ich nochmal dazu sagen, damit die Zuschauer das wissen. Ja. Sie sind eine Aussteigerin. Mhm. Sie haben sich davon gelöst. Ich nehme an, nicht, weil es Ihnen so großartig vorgekommen ist. Wie haben diese Filme, der Spielfilm und die Dokumentation auf Sie gewirkt? Also ich muss sagen, ich bin innerlich sehr aufgewühlt, weil ich mich darin gefunden habe. Alles, was da gezeigt worden ist, ist 100% wahr. Das wissen Sie auch, Frau Weber, wissen Sie auch. 100% stimmt es. Ich habe mich wiedergefunden selbst. Ich kenne hunderte von Menschen, die dort drin waren, die das auch bestätigen. Es ist ganz genau, es hat den Punkt getroffen, ganz genau. Und ich bin übrigens nicht herausgekommen aus der Organisation. Man hat mich herausgeschmissen und zur vogelfreien Person erklärt. Das gibt es gar nicht, dass ich zur vogelfreien Person erklärt werde. Weder die Referenz gibt es, noch gibt es eine Deklaration dieser Art. Frau Weber, Sie sind so abgedrillt heute Abend auf das, was Sie sagen sollen. Wissen Sie, es ist einfach so. Die Unterlagen sind dazu da. Ein Buch ist geschrieben, Sie haben es nicht angegriffen. Ich rede seit 18 Jahren darüber und es ist einfach so. Und es geht Ihnen offensichtlich gut. Also ist das doch exemplarisch dafür, dass es eine solche Referenz nicht gibt und keinesfalls Anwendung sein kann. Lass ich so stehen, Frau Weber. Es gibt's.
Sie sollten schon argumentieren. Na, Frau Weber ist abgedrillt, Frau Donauer ist abgedrillt. Abgedrillt heißt Sie werden vorher ganz genau auf diese Personen, die Ihnen gegenüber sitzen, geschult. Sie werden ganz genau geschult in dem, was Sie sagen, wie Sie sich bewegen, wie Sie schauen. Alles wird gedrillt. Und natürlich wissen Sie auch alles über die Person, die Ihnen gegenüber sitzen. Ach, tatsächlich. Da ist überhaupt nicht Echtes. Und also, das, was jetzt an den beiden Damen da echt ist, was ich übrigens sehr nett finde, dass Sie auch lachen. Das können Sie auch. Aber ich kenne Sie auch ganz anders. Sogar sehr viele. Schön. Aber ich kenne Sie auch ganz anders. Also es ist nichts Echtes an Ihnen heute Abend. Und das, was Sie vortragen, ist auch unecht. Das stimmt nicht. Aber wissen Sie, Frau Schweizer, jedes Mal, wenn Sie auftreten, hat Ihre Geschichte eine weitere Facette. Es war mir natürlich völlig klar, dass Sie so auf diesen Film reagieren. Aber warum? Ihnen wird nicht entgangen sein in den 3 Jahren Ihrer Zugehörigkeit, was Scientology für das Gemeinwohl leistet. Überhaupt nichts. Das ist alles nur für die Öffentlichkeitsarbeit. Sie tun überhaupt nichts. Sie sind zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit. Da schicken Sie ein paar Leute nach Haiti, lassen Sie doch die Leute zu Hause. Nur für den Film, damit Sie wieder groß Ihre Prospekte zeigen können, wie Sie den Menschen helfen. Das ist doch gerade alles, was Sie tun. Auf den Hemden steht ganz groß Dianetik und Scientology drauf. Sie gehen dann ins Fernsehen und sagen, Sie haben wieder Menschen geholfen. Das ist doch alles bla bla bla. Alles falsch. Alles von Grund auf falsch. Es ist bla bla bla. Nein. Mehr nicht. Schön, wenn Sie es so sehen, aber Sie sind ja auch nicht mehr dabei, ne? Ich kann nur eines versichern. Gott sei es gedankt. Ja, toll für Sie. Ich bin froh, dass ich dabei bin. Okay. Und müssen Sie ja sagen. Na, muss ich nicht sagen. Natürlich. Ich wäre nicht gezwungen, sonst sind hier Sie zu sein. Sie sofort in Ethik, das haben wir sehr schön in dem Film gesehen. Na. Und Sie auch, Frau Weber. Und Sie haben da schon oft genug mitgemacht, die Ethik. Ich sage Ihnen was. Wissen Sie, was ich einfach nicht fair finde? Ich kenne Menschen, die lange Zeit in Sri Lanka waren, die Weihnachten 2004 hier in Deutschland alles liegen ließen. Gehen Sie einfach mal ins Innere, wie der Film das gezeigt hat. Hören Sie doch auf mit Ihren sozialen Projekten. Ich bin seit fast 25 Jahren Scientologin. Ja, leider. Und ich kenne das Innere besser als Sie. Nein, Sie nein. Na, glauben da Sie, möchte ich wir gar nicht noch dabei reden. Sein, wenn das wirklich stimmen würde. Was Sie kommen ja gar nicht aus. Nicht zu viert reden, höchstens zu zweit. Okay. 2007 waren Sie noch nicht clear, haben Sie damals zumindest das Süddeutschen erzählt. Sind Sie clear, wenn Sie noch kurz sagen, was das ist, Frau Abadala. Das soll doch die Frau Weber ja klären. Ja, weiß, dass also das ist ein Bewusstseinszustand, in dem man quasi frei von Belastungen ist. Eine Entwicklungsstufe für die Mitglieder. Es gibt ja einen Erlösungsweg in Scientology, der untergliedert sich in verschiedenen Stufen. Und da ist Clear eine... Clear ist eine wesentliche Stufe, danach geht es dann halt noch weiter. Ich habe mich Entschuldigung, das ist die Stufe, die der junge Mann im Spielfilm nicht erreicht hat. Genau, der aber Vater die Frau von der, angeblich. Die Frau ist ja weit drüber gekommen. So. Sie haben eine Frage gestellt, nochmals. Ob welche Sie schon welche clear Stufe ist. Ich hätte. Ob Sie schon clear sind? Ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich habe da mal Auskunft drüber gegeben. Ich werde es ehrlich gesagt nicht nochmal tun, schlicht und ergreifend, weil ich nicht nach irgendeiner Erlösungsstufe beurteilt werden möchte, sondern einfach als Sabine Weber. Ja, wenn Sie noch gar nicht clear sind und man immer nur auf demselben Level reden darf und überhaupt nicht erfährt, was die oberen Stufen schon können, wie können Sie dann überhaupt für Scientology da reden? Das sagt sie ja nicht. Sie sagt nur, sie möchte nicht über ihre Erlösungsstufe sprechen. Ja, aber sie hat ja gerade erklärt, was Scientology macht. Ja, aber schauen Sie. Das kann sie ja, wenn sie noch nicht clear ist, gar nicht wissen nach ihren Vorstellungen. Ganz natürlich, ich habe ja genügend Auditing bekommen. Ja. Also ich bin für 100.000 Sie dürfen ja die OT-Bücher noch gar nicht lesen, wenn sie nicht clear sind. Nein, ja, es geht ja nicht nur um OT-Bücher. Ne? Wir haben sehr viele Bewusstseinsstufen, wir haben sehr viele Auditing-Stufen. Und jede kostet Geld. Bitte? Und jede kostet Geld, das müssen Sie schon sagen. Das kostet heutzutage nichts Geld. Ne? Ich bin für 160.000 Mark auch clear geworden und gar OT1 geworden. Und ich kann Ihnen sagen, das ist auch alles Quatsch. Es gibt keine Erlösung in Scientology. Es gibt nur Geldpresser, die einfach Geld brauchen, immer Geld brauchen. Und sie müssen auch jeden Monat ihr Geld abliefern nach Amerika. Und sie brauchen Geld und sie brauchen Kundschaft. Die Geld. Na komm, Frau Donauer. Nein, also ich bitte Sie. So, aber um Ihre Frage zu beantworten. Ja. Sagen wir mal, die oberen Erlösungsstufen sind vertraulich. Deswegen ist es völlig gleichgültig, welche, sagen wir mal, man redet jetzt nicht über Details der einzelnen Erlösungsstufen. Das ist aber auf den unteren beinahe genauso. Nee, sie haben, nein, weil das persönlich ist. Und vor allen Dingen, weil auch die einzelnen Schritte aufeinander aufbauen. Ich kann drüber reden. Das ist in anderen Religionen teilweise auch so, dass über die oberen Bewusstseinsstufen nicht geredet wird. Das ist nicht eine Eigenart von Scientology.
Also ob Scientology eine Religion ist, ist mir nebenbei gesagt völlig egal. Ist es eine? Geht's um die, ist es eine? Das ist mir egal. Ist es eine? Und damit will ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen. Ich glaube, das wollen wir auch gar nicht diskutieren heute. Das muss man schauen. Ja gut, dann kann ich es kurz ansprechen, wenn ich darf. Ja, bitte, gern. Scientology, warum ist das eine Religion? Wir haben in vielen Ländern, es wurde ja kurz auch in der vorigen Sendung erwähnt, wie zum Beispiel Taiwan, Amerika, die Religionsanerkennung, aber auch in vielen europäischen Ländern, wie Spanien, Portugal ist erwähnt worden, Schweden, Ungarn, Italien. Deutschland nicht. Deutschland nicht, nein. In Österreich ist das so irgendwie so in einer Grauzone. Ja, da ist gesagt worden, die Anerkennung wurde verweigert, das stimmt nicht. Sondern, das stimmt so nicht. Ja. Nein, es gab 1999, Sie haben zurückgezogen, 1998, das ein neues Gesetz. Ja. Und das ist per Professor Mayer, dem Verfassungsexperten, als Diskriminierungsgesetz klar verurteilt oder bezeichnet worden. Und wir wollten nicht unter diesem Diskriminierungsgesetz anerkannt werden. Weil unter diesem Gesetz würden 8 der bestehenden 11 anerkannten Religionen nicht bestehen. Sie hätten auch nicht genug Mitglieder, die im Gesetz verlangt werden. Hätten wir schon. Aber wie viel haben Sie denn in Österreich? Wir haben 6.000 Mitglieder. Ach. Und Sie müssen nach 10 Jahren einer Beobachtungsfrist durchgehen. In Deutschland haben Sie 30.000. Dann werden Sie eigentlich erst als Religion anerkannt. Ne? Also darf ich das kurz noch fertig ausführen? Ich muss dann auch noch was sagen. Ja, sind Deutsche eine Religion. Das heißt, viele Gerichte, die sich wirklich Monate, Jahre lang damit beschäftigt haben, ob es ein Deutsche eine Religion ist, haben es als Religion befunden. Ne? Und das sind keine kleinen Gerichte. Ja. Amerika wurden wir 25 Jahre untersucht und haben dann den Gemeinnützigkeitsstatus und die Religionsanerkennung bekommen. Nicht den Religionsstatus. Den da ist man sowieso eine Religion. Ne? Unterschied ist das. Wissen Sie, dass wir 25 Jahre geprüft wurden, um diesen Gemeinnützigkeitsstatus zu bekommen? Nicht als Religion, nein. So, Herr Winter, in Österreich, wie ist es mit den Religionen? Da gibt es Gesetze. Da gibt es Gesetze. Es ist vielleicht einmal grundsätzlich zu sagen zu dieser Frage, ist Scientology eine Religion oder nicht? Das ist eine Überschrift, die da immer wieder drüber steht. Hier muss man sehr differenziert vorgehen und die Ebenen unterscheiden, die möglicherweise damit gemeint sind. Ja. Wir haben am Anfang einmal die Frage in einem Kontext, wo ich von der Profession her sagen kann, Religionswissenschaft, also eine religionswissenschaftliche Wahrnehmung. Und hier ist eben grundsätzlich zu sagen, dass es eine sehr eine Diskussion gibt in diesem Zusammenhang. Ist Scientology eine Religion? Ja. Wird unterschiedlich beantwortet. Das hängt jetzt viel damit zusammen, wie man Religion definiert. Das ist etwa eine grundsätzliche methodische Frage, die wahrscheinlich jetzt auf einem akademischen Niveau zu lange und zu breit ausgeführt würde. Und das ist an sich nicht das Thema jetzt. Die erste Ebene religionswissenschaftliche Wahrnehmung, die zweite Ebene eben die religionsrechtliche Ebene, die legistische Ebene. Und hier müssen wir eben grundsätzlich feststellen, dass Scientology in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich wahrgenommen wird. Jedes Land hat eine unterschiedliche religionsrechtliche Situation und es gibt eben Länder, die sagen, okay, ihr gehört dazu in diesem Kontext Religionsrecht, zum Beispiel eben Spanien hat das 2007 gemacht und da ist das eine Eintragung in ein Register zum Beispiel. Es gibt wieder andere Länder, wie zum Beispiel Deutschland oder im Besonderen Frankreich, wo dieser Status Religion nicht in dem Sinne anerkannt wird, wo Scientology also nicht als Religion geführt wird. Und in Österreich? Und in Österreich haben wir eben insofern eine besondere Situation, als dass wir eigentlich ein mehrstufiges Religionenrecht haben. Und im Endeffekt gibt es drei Möglichkeiten, wie sich eine Religion präsentiert. Das ist die anerkannte Religionsgesellschaft, das regelt das Kultusamt, das macht eben hier eine Anerkennung. Eine Vorstufe, die schon erwähnt war, 1998, die sogenannten eingetragenen Bekenntnisgemeinschaften. Das ist also eigentlich ein Übergangsstatus. Und dann gibt es natürlich, und das ist Scientology de facto in Österreich. Der bloße Verein. Der Verein, also das ist die Organisation. Darf sich der Religion nennen in Österreich? Also grundsätzlich darf sich jeder von sich aus her. Auch wir zwei könnten eine Religion gründen, sozusagen. Jeder kann Religion, nicht geschützt. Es herrscht Religionsfreiheit. Und Kirchendeckung. Kirche ist, das ist eine andere Geschichte. Die Sie nennen sich ja auch Kirche. Genau, die Selbstbezeichnung Church of Scientology. Also die dürfen Sie das in Kirche. Österreich auf Deutsch? Der Kirchenbegriff ist grundsätzlich nicht gecopyrighted, würde ich sagen. Ja. Da gibt es also hier keine Diskussion und es gibt hier auch keine Infragestellung. Hier könnte man von einer Religionswissenschaft wieder mal fragen, ist der Kirchenbegriff adäquat in Bezug auf eine Gemeinschaft, die so mit dem Christentum und diesem Kontext überhaupt nichts zu tun hat? Das ist eine aber mehr grundsätzliche Frage. Aber
Grundsätzlich natürlich ist der also Begriff in dem kann man Sinne machen, wie man will. Offensichtlich. Es wird Warum verboten. Wollen die eine Religion, eigentlich wollen sie es schon, auch wenn sie in Österreich momentan es nicht sehr aktiv betreiben, ich unterstelle es jetzt mal, warum wollen die eine Religion werden oder sein? Sie sind eine. Ja. Gut, ja, aber rechtlich gesehen, eine anerkannte Religionsgemeinschaft, ja, so müsste ich sagen, um es rechtlich auszudrücken, mhm, ja, was sie in Österreich ja nicht sind. Ja. Also die Frage der Anerkennung stellt sich aber Entschuldigung, man muss wieder fairerweise dazu sagen, Sie wurden in Österreich nicht abgelehnt, sondern Sie haben es bis jetzt nicht wirklich angestrebt. Sie haben konkret 98 sich kurz bemüht, ja, um den Status und Sie haben es für den zweiten Status, ja. Genau, ja. Für den so, und warum will man das überhaupt? Also das ist eine Frage, die natürlich an seinem... Ja, schon, aber es gibt aber auch einen Grund, den wissen Sie, darum ja, ich frage ja, ja, gezielt. Ja, ja. Grundsätzlich ist eine Wahrnehmung als Religion in der Öffentlichkeit wahrscheinlich das anzustrebende Gut, das wir hier haben. Man also hat auch Privilegien, um, oder? Also das hängt von Staat zu Staat, das ist ganz verschieden. Nein, ich rede von Österreich. In Österreich, wenn Sie eine Anerkennung erreichen, ja, als den höchsten Status, dann haben Sie eine bestimmte Position, die mit bestimmten Dingen verbunden Steuer, ist. Steuer, zum Beispiel Absetzbarkeit, auf Kosten des Staates in den Steuer, Schulen. In den Schulen, es gibt etc. eine Reihe von Folgegesetzen, ja, in diesem Zusammenhang. Ja. So. Das ist einmal aber eine Frage, die sich in der Form überhaupt nicht stellt, weil die Anerkennung eine sehr komplexe Angelegenheit ja, ist. Ja, wenn Sie, so, um ganz hinaufzukommen. Wenn Sie so ja, wollen eben, ja. Und das entscheidet auch hier das Kultusamt, ja, also das ist keine Entscheidung, ja, die jetzt da hier... Auf der zweiten war. Ebene hat man, ist es richtig, auf Bekenntnisgemeinschaft, da hat man noch keine Vorteile. Man hat grundsätzlich die Wahrnehmung als Bekenntnisgemeinschaft, ja, die Wahrnehmung, nicht eine eingetretene, ja, Bekenntnisgemeinschaft. Aber keine... Und materiellen... Es ist der Gedanke einer Vorstufe. Vorstufe, ja. Ein Vorzimmer, ein Wartezimmer. Es gibt hier eine Regelung aber, und die Regelung ist nochmal festgelegt worden 1998, dass eben eine bestimmte Zahl an Mitgliedern gegeben sein muss. Ja. Und das sind eben ungefähr 1 Promille der Bevölkerung. Ja. Ist gleich ungefähr 16.000. Das wären 2 Promille, ja. Oder 2 Promille. Nein, Moment, stimmt das? Nein, ja, 16.000. Also ja, das sind 2 Promille. Ja, ja. Sind 2 Promille. Und de facto gab es im folgenden Jahr eine Religionsgemeinschaft, die das geschafft hat. Eben, ja. Und die weitere Frage ist einfach jetzt Frage der weiteren Regelungen. Also ich fasse zusammen, in Österreich, weil das weiß ja wirklich fast niemand, es gibt die wirklich anerkannten Religionen, oberste Stufe, in der Mitte der Wartesaal, die Bekenntnisgemeinschaften und dann der bloße Verein, wenn man so will. Und die Scientology ist bloßer Verein derzeit. Ja, aber grundsätzlich muss ich schon sagen, Scientology ist Verein und nicht jetzt irgendwie nicht Religion oder so. Also die Wahrnehmung als Religion behauptet. Ist ganz wichtig. Also zum Verein habe ich dann eine Frage an Sie. Na, stellen Sie sich. Die Mondsekte war einmal ein Verein und die Mondsekte hat sich selber so genannt in den 70er Jahren und wurde dann aufgelöst von der Vereinsbehörde wegen Überschreitung des Vereinsrechts, weil sie eben als Religionsgesellschaft agiert hat. Hat sich da jetzt das Vereinsrecht geändert oder wird Scientology von der Vereinsbehörde doch nicht als Religion gesehen? Scientology oder Moon? Also nein, Moon. Die Moonsekte wurde wegen religiöser Betätigung und damit, weil ein Verein das zumindest damals nicht durfte, als Verein aufgelöst von der Behörde wegen Überschreitung des Vereinsrechts. Also da weiß ich überhaupt nichts. So, das ist so. Was sagt der Religionssoziologe zu dem Thema? Ja, also ich hab das jetzt einmal die Runde aufmerksam zugehört. Ja. Also ich denke, es geht ja nicht nur um eine rechtliche Anerkennung von Religionsgemeinschaften, sondern auch um eine gesellschaftliche Anerkennung, um die es ja grundsätzlich geht. Mhm. Das Religionsgemeinschaftengesetz in Österreich ist sehr kompliziert, hat eine lange Tradition und sich darin, sage ich mal, jetzt in einer Diskussion auseinanderzusetzen, halte ich für sehr kompliziert, weil auch das Religionsgemeinschaftenrecht auch seine Schattenseiten auch besitzt. Was ich gerne noch sagen möchte, ist die Frage, ob etwas Religion ist oder nicht. Das ist ja die Grundfrage des Menschen nach dem gesellschaftlichen Sein. Und ich denke, jede Religion hat irgendwo ihre Fragen. Ich denke, ich habe auch in den scientologischen Literatur gelesen, also es geht schon um Grundfragen des menschlichen Seins und unser Seins in dem Kosmos, in der Gesellschaft und wie wir eigentlich auch sozusagen letztendlich diese philosophische Frage beantworten wollen, was ist ein gutes Leben für uns alle? Nicht? Ich denke, da gibt es verschiedene Betrachtungsweisen, die natürlich auch die Religionswissenschaftler letztendlich lösen müssen, die vergleichenden Religionswissenschaftler, die sagen, Religionswissenschaften ist noch etwas anderes wie Religionssoziologie, weil die Soziologen beschäftigen sich ja eher mit der Funktion von Religion in der Gesellschaft. Und da möchte ich vielleicht noch zu dem Beitrag der BBC vielleicht etwas sagen. Es ist natürlich schon so, es ist auffällig,
in der gesamten Berichterstattung über Scientology, dass natürlich, das hat man in dem Einspann gesehen, also wenn die Musik von Mission Impossible läuft, Tom Cruise eingeblendet ist, nicht, dann ist die Quote automatisch gewiss. Und das hat überhaupt noch gar nichts mit Scientology an sich zu tun. Und da hat man schon ein bisschen den Eindruck, dass da natürlich das Thema sehr stark polarisiert wird. Mhm. Und man kann das Thema Scientology von verschiedenen Seiten angehen. Und eine Seite, über die wir wahrscheinlich heute Abend auch diskutieren, ist wahrscheinlich wohl die, wie das Bild von Scientology in der Öffentlichkeit ist, wie es dargestellt wird. Das, denke ich, ist eine wichtige Frage, weil es werden ja regelmäßig auch hier Aussteiger vorgestellt, die berichten über ihre Erfahrungen bei Scientology. Und die Frage muss aber auch genauso gestellt werden, wie ist das mit denen, die dort drinnen sind? Mhm. Ja, die haben auch genauso gut auch ihr Anliegen, und warum sind die nicht ausgestiegen? Und warum sind sie nicht hier? Ja, oder warum sind sie hier? Immer die gleichen Damen. Sonst ist niemand hier. Also die dürfen nicht kommen. Donauer ist das erste Mal in der Talkshow. Ja, das heißt, ich weiß nicht, ob sie nicht kommen dürfen. Nein, die dürfen nicht kommen. Sie haben doch das mitgekriegt. Sie dürfen nicht kommen. Ja, aber ich denke, in der medialen Darstellung von Religionsgemeinschaften muss man irgendwo auch eine gewisse Ausgewogenheit auch darstellen, sodass auch die Chance besteht, dass jemand, der sagt, ich fühle mich wohl bei Ihnen, ich habe meine Erfahrungen, die positiver Natur sind, genauso ihre Berechtigung haben wie die Sie wahrscheinlich gemacht haben. Bin ich ganz Ihrer Meinung. Nur dann sollen Sie die Leute auch vor die Kamera lassen, und die dürfen nicht vor die Kamera. Die Damen, die vor die Kamera dürfen, sind im Referat Öffentlichkeitsarbeit der Scientology, das ist die Frau Weber, übrigens Geheimdienstchefin von Deutschland, und die Frau Donauer, die sind ausgebildet für Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Nur sie dürfen in die Öffentlichkeitsarbeit, in die Öffentlichkeit, nicht die anderen. Und das ist das Problem eigentlich dabei. Wissen Sie, wie das in einer normalen Firma ist? Da gibt es einen Pressesprecher. Und der hat die Funktion, dass er die Presse betreut. Aber und auch das nicht, nicht die Sekretärin. Genau das Gegenteil. Warum soll es bei uns anders sein? Jeder hat eine Funktion, und die erfüllt er. Sind Sie eine Firma? Wir haben bisher gemeldet, eine Religion. Ein Wirtschaftsunternehmen. Ich habe ein Beispiel gemacht jetzt. Ne? Aber, ein Wirtschaftsunternehmen, ja, natürlich. Sagen Sie. Für mich ein kriminelles Wirtschaftsunternehmen. Ja, wir müssen mit Religion haben Sie mal überhaupt nichts zu tun, und darüber diskutiere ich auch heute Abend nicht mit Ihnen. Genau. Über Religion gar nicht, sind die Herren zuständig, nicht ich. Ich sage, was ist da drin los? Und da drin sind kriminelle Machenschaften in Scientology. Und die Menschen werden kaputt gemacht. Ich habe 600 Leute daraus geholt. Die Leute sind kaputt, finanziell ruiniert, psychisch ruiniert. Sie sind kaputt. Ein systemimmanentes Ding hat mit mir allein gar nichts zu tun. Gerade für Deutschland klären. Scientology wird in Deutschland seit 35, 40 Jahren untersucht. Ja, das Ergebnis ist gleich null. Sie, Frau Schweizer, hatten die Gelegenheit, bei der Staatsanwaltschaft Ihren Fall vorzutragen. Mit der alten Leier. Die Verfahren wurden eingestellt. Frau Weber, ich kenne die Sätze, die Sie jetzt sagen. Ja, Sie aber sind akzeptieren Sie die Ausreden. Darf ich ausreden? Ja, bitte. Ja, genau. Im November 2008 hat der Sprecher des Bundesinnenministeriums festgestellt, dass sämtliche Untersuchungen nicht einmal Anhaltspunkte für strafrechtlich relevantes Verhalten oder verfassungswidriges Verhalten, lassen Sie mich bitte ausreden, gefunden wurde. Und ich denke, das ist einfach mal zu akzeptieren. Ganz kurz noch zum Thema Sichtweise von Scientology in Deutschland. Es gibt mehr als 50 Gerichtsurteile, wo Scientologen und die Scientology-Kirche eindeutig unter dem Schutz von Artikel 4 Grundgesetz Religionsfreiheit. Akzeptieren Sie es doch einfach. Ja, es gibt diese Entscheidungen. Ich denke, das ist selbst dagegen. Kommen Sie vergleichen dann immer auf irgendeiner Ebene. Wie meinen Sie? Ja, bevor Sie verurteilt würden, vergleichen Sie sich mit der gegnerischen Partei, dann werden Sie nie verurteilt. Nein, das ist wir sind unter dem Vergrößerungsglas. Das läuft dann ganz gut. Ja, aber dann können Sie mal sagen, Sie sind ja auch eine Gegnerin, habe ich gesagt, das darf man, glaube ich, sagen. Ja, das darf man. Bei den beiden Herren sage ich das nicht. Bei den beiden Herren sage ich das nicht, das sind irgendwie, sitzen als Experten da, wenn man so will. Woher haben Sie Ihre Gegnerschaft? Das muss ja auch eine Quelle haben. Ja, das hat eine lange Geschichte, weil ich Leute kenne. Eigentlich hat es ursprünglich angefangen. Sie waren nie drinnen, oder? Nein, ich war nie drinnen. Aber ich kenne sehr viele Leute, die drinnen waren. Ja. Und ich kann auch mit der Frau Donauer ganz freundlich reden, solange wir uns über das Wetter unterhalten. Ja, überhaupt kein Problem. Wir haben schon über andere Dinge gesprochen, Frau Vadalda, ne?
über die Psychiatrie kann ich mich gut erinnern, über die Freundlichkeit, das ist die Frage. Dass sie gern Elektroschocks gegeben haben, das haben sie mir aber erzählt. Ihre Gegnerschaft, aber woher kommt die? Die Gegnerschaft, ich habe Freundinnen gehabt damals, die in irgendwelche, das war nicht Scientology, in irgendwelche Dinge, die damals halt Mode waren, hineingedriftet sind. Und ich habe mich dann mit diesen Sachen, Mumsekte war schon gesagt, und andere irgendwelche Hare Krishna Bewegungen, die es heute nicht mehr gibt. Und ich habe mich dann mit den Inhalten dieser Sekten, sage ich jetzt mal, auseinandergesetzt und bin dann von einem zum anderen gekommen, Mumsekte, bin dann auch irgendwann zu Scientology gekommen, weil ich mir die Frage gestellt habe, was fasziniert die Leute, dass sie da hineingehen, wieso gehen sie da hinein? Nämlich? Ach, die Antworten sind ganz verschieden. Manche, die wirklich Hilfe gesucht haben, mir ist auch einer begegnet, ein ehemaliger Scientologe, der hat gesagt, ach, das ist ja alles nicht so, dass man da nur hingeht, weil man arm und verzweifelt ist. Mir war halt fad, da bin ich da hingegangen. Und er war dann auch ein paar Jahre dabei und hat sich, also es war sehr schwierig, dass er wieder rausgekommen ist. Aber warum sind Sie eine Gegnerin? Ja, aus diesen Geschichten, weil ich dann an meinen Freundinnen ursprünglich gesehen habe, wie die Leute da verdreht werden. Und ich meine jetzt nicht Scientology, sondern einfach so absolute Einflüsse, wie soll ich sagen, ja, absolutistische Einflüsse, dass man wirklich plötzlich eine neue Sprache bekommt. Also ich habe den Film jetzt nicht so besonders gut gefunden. Aber den Spielfilm? Den Spielfilm, ja. Aber das mit dieser Scientology-Sprache schon. Und wie gesagt, ich habe mich lang mit dem beschäftigt und dadurch auch immer mehr Leute kennengelernt, die aus irgendwelchen Gründen bei irgendwelchen Gruppierungen dabei waren. Und mit der Zeit sind die Scientologen immer mehr geworden. Und ich habe dann auch jede Menge Harvard gelesen. Ja, ich habe von einem Freezoner mir eine ganze Bibliothek gekauft. Also streng geheime Dinge, die ich gar nicht lesen dürfte, aber es ist ein derartiger Blödsinn, kann ich Ihnen sagen. Warum ist es eigentlich schwierig, jetzt weiß ich nicht, ich stelle die Fragen an euch beide, wer immer, warum ist es eigentlich schwierig, rauszukommen? Weil, wenn man so den Zugang der Öffentlichkeit anschaut, es ist völlig richtig, die Leute, die drinnen sind und die glücklich sind, das gibt es ja alles offenbar, das wird ja eigentlich weniger in Frage gestellt. Aber sehr in Frage gestellt wird der Umgang mit den Menschen, die raus wollen, die dann offenbar, ich sage bewusst offenbar, bitte um Vergebung, irrsinnig unter Druck gesetzt werden. Was ist das? Warum ist das so? Wie sehen Sie das? Und dann frage ich Sie natürlich. Ja, meine Erfahrung ist, also wie gesagt, nur die, ich kenne es ja nur von den Leuten, die es mir erzählt haben, aber es wiederholen sich die Geschichten derart Stereotyp, dass sie einfach das haben wir heute irgendwie wahr sein müssen. Ja, das war schon, also auch in diesem Film, dass ja im Laufe der Zeit die Sozialkontakte nach außen nicht mehr da sind. Zum Teil auch bewusst unterbunden werden, aber das möchte ich Ihnen jetzt gar nicht unterstellen. Dadurch, dass man ja da ständig in der Org ist und ständig einen Kurs macht, hat man ja keine Kontakte mehr nach außen. Und dann kenne ich eben auch Fälle ziemlich gut, wo dann der Familie, also der Mutter, das Erbe abgeluchst wurde, damit man diese teuren Kurse alle zahlen kann. Dann kommt es zum Familienstreit und man hat einfach niemanden mehr, zu dem man gehen kann. Warum ist es so schwierig herauszukommen? Mhm. Warum ist es so schwierig, Frau Schweizer? Also Sie sind rausgeworfen worden, Also, und nochmal, ich möchte anders anfangen. Die Leute, die da drin sind, sind nicht glücklich. Ich kenne ganz viele und ich kenne ganz viele Eltern, die ich begleite seit Jahren und die ihre Kinder, Erwachsene natürlich, da drin haben und die sich trennen mussten natürlich von ihren Eltern und die wirklich unglücklich sind, die früher Ingenieure waren, heute Steinepflasterer sind bei irgendwelcher Scientologenfirma, damit sie die Kurse können zahlen. Also Leute, die wirklich mal was dargestellt haben, sind heute einfache Arbeiter, weil sie kein Geld mehr haben und. Ich kenne also die wenigen, die da noch drin sind, sind ja Gott sei Dank nicht mehr viele drin. Und die kenne ich. Also nicht glücklich. Warum kommen sie nicht raus? Sie dürfen ja gar nicht kritisch sein. Wenn sie an kritischen Gedanken denken, hat man sehr schön in den Film gesehen, kommen sie in die Ethik. Ethik in Anführungsstrichen. Also Ethik ist, wenn man kritisch ist, muss man Strafmaßnahmen. Ich nenne das Strafmaßnahmen, weil es sind einfach Strafmaßnahmen. Man hat ja auch das Straflager gesehen heute in dem Film. Das ist existiert, das ist einfach so. Bei seinem das heißt, man wird dort, man darf nicht kritisch sein. Das heißt, man darf noch nicht mal einen kritischen Gedanken denken. Denn schon wenn man den kritischen Gedanken denkt, geht man zum Ethikofficer und beichtet den. Und man kommt somit nicht raus. Und aber das man ist kriegt doch eine Unterwerfung. Leute. Das ist eine totale Unterwerfung. Eine totale Abhängigkeitsmachung. Die Leute sind so abhängig von diesem System und sie werden auch abhängig gemacht. Darf ich Sie fragen, wenn in Österreich ein Katholik oder Protestant
Das sind vom Christentum in Österreich her die zwei Hauptreligionen. Mhm. Also zuerst der Katholizismus natürlich mit großem Abstand und dann die Protestanten. Wenn die austreten wollen, dann gehen sie in Wien zum Magistrat und in ein paar anderen Städten oder in eine Bezirkshauptmannschaft und treten aus. Und der Fall hat sich. Genau. Und wo ist da der Unterschied? Ja, der Unterschied zu Scientology, habe ich gerade gesagt, da geht's nicht. Da können Sie nicht einfach austreten. Nein, es geht nicht. Ja, man geht nicht zur Bezirkshauptmannschaft. Nein, Sie gehen auch nicht zu Scientology. Aber man kann einfach nicht mehr kommen, stelle ich mir vor. Erstens mal dürfen Sie die kritischen Gedanken nicht denken, wenn Sie in dem System drin sind. Hat meiner Meinung nach in dem Film gut gepasst, ist gut rübergekommen. Und es ist auch so, ich habe es selbst erlebt und nicht nur ich. Systemimmanent, muss ich immer wieder sagen, wenn Sie es an mir festmachen wollen. Also es ist so, dass der Mensch nicht diesen kritischen Gedanken denken darf. Und ich durfte ihn damals auch nicht denken. Ich bin aus dem System herausgeschmissen worden. Danke, muss ich immer nur sagen. Ich bin rausgefallen aus dem System. Warum sind Sie rausgeschmissen worden? Weil ich zu vogelfreien... Ich war immer kritisch. Ja. Ich bin gegen kriminelle Aktionen vorgegangen. Richtig kriminelle Aktionen in einer scientologischen Firma. Und trotzdem Firma. Sind Sie so weit draufgekommen? Nein, das war ich vorher schon. Bevor ich in dieser Firma so diesen hohen Status hatte. Und dann bin ich gegen kriminelle Machenschaften... Also ab einer bestimmten Phase wurden Sie kritisch, kann man so sagen? Wurde ich kritisch, aber nicht gegen Scientology, gar nicht zuerst mal. Das durfte ich nicht. Sondern gegen die kriminellen Machenschaften eines ranghohen Scientologen. Ja. Und ab diesem Moment wurde ich immer bestraft und immer wieder bestraft. Und immer wieder, wenn ich meinen Mund aufmachte, bestraft. Und ganz am Ende, als ich dem auch noch nicht die Bilanz fälschte, diesem hohen Scientologen, weil er ja seine Statistiken laut L. Ron Hubbard da oben haben musste... verlangte er, dass ich ihm die Bilanzen fälschte, habe ich nicht getan und bekam sofort die Suspendierung. Und dann bin ich aus dem System zuerst mal aus der Firma rausgefallen und dann bin ich zur OSA nach München bei den Geheimdienst der Scientology gelandet, wo dann die Kollegen von der Frau Weber mich ganz freundlich empfangen haben, nachher verfolgt haben und schlimm verfolgt haben. Wie verfolgt? Die haben mich mit Auto richtig verfolgt, die haben mich angerufen. Haben Sie Anzeige erstattet? Ja, natürlich, viele. Ja, ich bin dann 500 Kilometer weiter bei meinen Eltern gelandet und dort hat doch tatsächlich ein paar Stunden später schon die OSA München, also der Geheimdienst der Scientology, angerufen und hat verlangt von mir, dass ich wieder hinkomme. Ich habe es nicht getan. Ich habe mir später einen Anwalt genommen und das war das Schlimmste, weil sie dürfen keinen Anwalt nehmen, steht alles in Scientology-Ethik drin. Damit sind sie eine kriminelle, verbrecherische Person und ich bekam daraufhin die Erklärung zur vogelfreien Person. Ich wurde also ganz rausgeschmissen, weil ich nun auch einen Anwalt eingeschaltet hatte. Was heißt vogelfrei? Vogelfrei heißt, das können Sie auch nachlesen. Ja, Gott sei Dank, wir haben keinen Scientologenstaat, sonst gäbe es mich nicht mehr. Also schießen Sie sie ab, hängen Sie sie auf, stecken Sie Ihre Köpfe auf den Spieß. Sie können mit ihnen machen, was Sie wollen. Suchen Sie den Sex. Fiktiv gemeint sein. Moment mal. Wir haben keinen Scientologenstaat. Ja. Wenn wir den hätten, würden die das machen. Was sie machen können, tun sie. Sie haben meine ganzen Sünden, die ich bei dem Auditing gesagt habe, also alle meine Männergeschichten, alles haben sie in den Dreck gezogen in der Öffentlichkeit. Als ich in die Öffentlichkeit ging und Vorträge machte, kamen geschulte Scientologen, haben ein Exzerpt gehabt aus einem gefälschten Buch. Im Publikum haben sie das verteilt mit meinen Beichten, die ich in Scientology gemacht habe. Die haben sie vorgelesen? Und die haben sie verteilt an tausend von Zuschauern. Das waren auch Intimsachen dabei? Intimsachen dabei, alles dabei, Briefe von mir dabei, alles dabei. Das sind die Methoden dieser Organisation. Die Kritiker einfach kaputt zu machen, sie können sie nicht umbringen. Ich habe ja Polizeischutz gehabt. Und wenn Sie mich heute umbringen, würden Sie auch auffallen. Also müssen Sie mich einfach schützen, denke ich mittlerweile. Aber die Anweisungen sind einfach da. Sie sind einfach gegeben. Nein, fertig. Sie sind nicht da. Doch, Sie sind da. Sie sind nachlesbar und sie sind da. Und man hat aufgrund von Behauptungen wie den Ihren, hat man die ganze Geschichte in Deutschland untersucht. Ja, man hat viele Staatsanwaltschaften haben sich genau mit diesem Thema befasst. Und die Sache ist durch, es gibt sie nicht. Ich sage Ihnen jetzt ein Beispiel. Ich habe die Strafarbeiter in England gesehen, in St. Hill, mit diesen grauen Bändchen, die degradiert waren auf nichts. Sie sind nichts mehr, Non-Existenz. Ich durfte mit diesen Leuten nicht reden. Sie mussten 12 Stunden am Tag hart arbeiten und abends sich noch dieses Gedankengut aneignen. Ich habe darüber gesprochen und spreche auch heute noch in allen Vorträgen davon. Was ist passiert? Scotland Yard ist da reingegangen. In der die FBI hat das auch untersucht, 1993. Und was haben Sie gefunden? Ich will dieses Beispiel weiterführen. Sie sind da reingegangen, was haben Sie gesehen? Leute, die in Gräben stehen, fleißig schuften und ein Bändchen um den Arm tragen. Sagen Sie mir mal den Straftatbestand dazu. Nennen Sie mir den mal.
Was wollen Sie denn? Das war jetzt mein Beispiel. Sie meinen, das sei nicht fassbar rechtlich oder über die Polizei. Schwierig. So verstehe ich Sie, jawohl. Oder? Das hat das, jawohl. Na, vor allem, die würden ja sagen, wir machen das freiwillig. Ja, ja. Ja, die machen das ja auch freiwillig. Ja, na, weil zum Beispiel, das ist eine falsche Information. Ja, das ist eine falsche Information. Ja, klar. Ja, klar. Also das ist ein Rehabilitationsprojekt für Ordensmitglieder der Seeorganisation und zwar nur für diese, die sich rehabilitieren möchten. Das ist völlig offen. Sie können mit den Leuten, Sie können mit den Leuten sprechen, diese Leute das können das nicht. Projekt verlassen. Natürlich, nein, ich habe Weber, ja mit Ihnen gesprochen. Das ist alles Lüge, was Sie erzählen. Nein. Es ist komplett Lüge. Frau Schweizer, fertig. Könnten Sie mal kurz die Frau Weber auch aussprechen? Nein, also ich lasse nicht wenn Sie Unwahrheiten reden. Wir haben zu und einmal ich werde Sie so lange kämpfen, bitte. Wie ich kann. Es stimmt nicht. Aber das habe ich persönlich getan. Ja, und wenn jemand aus der Scientology-Kirche austreten möchte, ich bin die Präsidentin der Scientology-Kirche Berlin und ich persönlich trage dafür Sorge, dass das problemlos geschieht. Es gab auch noch nie ein Problem. Ich habe so vielen Weltanschauungsbeauftragten oder sogenannten Sektenexperten angeboten, wenn es einen Konflikt gibt, kommen Sie zu mir, wir können das gemeinsam lösen, das kann anonymisiert geschehen oder wie auch immer. Ja. Zu mir ist niemand gekommen. Also die Einzige, die sich in Verbindung gesetzt hat, war die Frau Renate Hartwig. Okay, ja? Sie reden seit 20 Jahren das Gleiche. Ich weiß, dass Sie immer so, weiterreden werden, aber ich werde auch so weiterreden. Immer so. Darf und wenn Sie, Sie haben mich bis heute noch nicht angezeigt und ich werde immer so weiterreden. Das Schluss bleibt aus. Ihnen ja, das bleibt Ihnen ja auch genommen. Ja. Okay. Frau Donauer, zum Austreten wollen Sie was sagen? Zum Austreten, das war ja das Thema, dass man nicht wegkommt. Ne? Wir haben es jetzt nicht genau gehört. Das ist sicher in der Öffentlichkeit ein Hauptthema. Genau. Haben wir ja auch im Film gesehen. Ja. So, wie findet das wirklich statt? Wenn wer austreten will, gibt es eine Richtlinie von Herrn Habert, die besagt, wenn wer gehen will, lassen Sie ihn schnell gehen. Mhm. Ja? Und nach dem halten wir uns auch. Das ist, wir halten uns an alle Richtlinien von Herrn Habert und da gibt es eine schriftliche und an die halten wir uns. Oh. Was wir schon versuchen, und das wird dann ziemlich missinterpretiert, wie man sieht, dass wir die Dame oder den Herrn dann anrufen und fragen, was ist das Problem, ne? Aber das damit wir erfahren. 30 Mal am Tag. Bitte? Das mit dem Anrufen machen Sie 30 Mal am Tag. Und schicken auch Leute an die Tür. Also ließ ich ja nicht. Stehen auch vor der Tür. Keine Fälle, dass das so ist. Also das wird gemacht, das wird kurz nachgerufen. Mit der Parteiung dann konfrontiert, die ja das Bild und das Phänomen Scientology ausmacht. Ja. Es gibt eben hier... Im Gegensatz zu den meisten anderen... Es gibt viele, also man müsste das einzeln durchgehen, sage ich einmal. Scientology ist sicher der Gipfelpunkt jetzt einer Wahrnehmung von Gruppierungen, die man oft unter diesem, unter Anführungszeichen, Begriff Sekte versammelt hat, wo vor allem ein Kennzeichen gegeben ist, nämlich eine diametrale Wahrnehmung, zwei Parteien, die sich wirklich jetzt unversöhnlich gegenüberstehen. Wir haben auf der einen Seite eine Wahrnehmung, eine Eigenwahrnehmung, die eben eine Eigenpräsentation als Religionsgemeinschaft, Erlösungsweg und so weiter. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich eine erkleckliche Zahl an Berichten, die Scientology kritisch sehen, um es einmal so runterzubrechen. Da gibt es, ich fasse zusammen, drei Dinge, die in dem Zusammenhang immer wieder zitiert werden. Nämlich der Umgang intern, also die Frage eben einer Hierarchie, die sehr streng ist, und die daraus resultierende Problematik des Ausstiegs, also dass man eben nicht rauskommt. Es ist also nicht zu leugnen, dass es hier sehr viele Berichte gibt, die man nicht einfach so unterm Tisch fallen lassen kann. Also das wird jetzt verschiedentlich thematisiert. Das ist einmal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist der Umgang mit der Außenwelt und vor allem mit Kritikern. Hier gibt es eben den Vorwurf der Diskreditierung an sich, jetzt also in Bezug auf die Aussteiger vor allem, die dann als Kritiker auftreten, weil hier viel Material auch vorhanden ist über diese Leute. Das ist einmal der zweite Punkt. Und der dritte Punkt ist natürlich eine Frage, die man im Film auch nicht thematisiert hat und hier auch noch nicht. Das ist, was will Scientology eigentlich? Was ist das Endergebnis? Und hier ist immer wieder sehr stark thematisiert und unter anderem zum Beispiel im Verfassungsschutzbericht in Deutschland, dass hier eine gesellschaftliche Umwälzung erreicht werden soll, die sehr massiv ist und die eben zu einer Teilung der Gesellschaft in verschiedene Ebenen führen soll. Ein Punkt fehlt, der in der Öffentlichkeit auch immer genannt wird. Es wird behauptet, dass das eine Firma ist in Wahrheit. Sie haben gar das Wort kriminell verwendet. Das lasse ich mal dahingestellt sein. Sie haben das gesagt. Die den Leuten das Geld aus der Tasche zieht. Das ist im Film auch sehr stark gekommen. Ja. Das ist so das Überthema eigentlich im Endeffekt. Wie stehen Sie dazu? Naja, wir haben diese riesigen Beträge für die Kurse, ja, in die Leute doch hineingetrieben werden.
mehrere Punkte, ganz kurz. Ja. Erstens mal haben wir natürlich keine Kirchensteuereinnahmen, ein völlig anderes, ja. Sagen wir mal, der Kern unserer Religion ist ja das Studium der Lehre und die Anwendung der Lehre. Das ist untergliedert in einem Kurssystem. Man beginnt mit quasi Kursen, die sich mit bestimmten Problemfeldern im Leben auseinandersetzen für 45 Euro. Wenn Sie jetzt ein Studium machen, was mehrere Jahre dauert, dann zahlen Sie quasi für eine Ausbildung bis zum Auditoren, der bis clear auditieren kann, circa 15.000 Euro. Ach so, das eine Lüge. Das ist Nein. viel mehr. Also das ich ist ja eine Lüge. Lüge. Ich habe Zahlungsbelege aus dem Dianetikzentrum Wien. Ja. Ein einziger Beleg mit 300.000 Schilling, was in Euro auch noch ganz schön viel ist. Ja, aber das ist ja nicht für die Academy. Für einen OT3. Na, ich ja, das kann ja sein, ich rede jetzt von der Ausbildungsstufe. Aber es hat mir einmal ein freundlicher Mensch so einen Packen Zahlungsbelege gebracht. Ja. Herr Schulte, Sie wollten was sagen. Ja. Sie nehmen mal die Arbeit ab, bleiben noch ein bisschen beim Geld. Ja. Haben Sie zum Geld was beizusteuern? Ja, die Psychoanalyse ist sicher teurer, wie bei Ihnen diese Ausbildung zu machen. Ja, aber wir bleiben aber ein bisschen mich, beim Geld. Geld. Das ist, was mich ein bisschen irritiert, ist immer diese Frage nach dem Zwang, der unterstellt wird, den Zwang etwas zu bezahlen oder den Zwang auch etwas, ein Dienstleistungsangebot in Anspruch zu nehmen. Man muss sagen, ein Psychozwang, weil ein physischer Zwang kann es ja nicht sein. Aber ich finde, es ist ein bisschen das Problem, das zu generalisieren. Also als wenn eine Religionsgemeinschaft eine Methode entwickelt hat, Menschen so zu manipulieren, dass sie entsprechend auch handeln und reagieren. Das ist ein behauptet ja Scientology von sich, Technologie Ich bin noch nicht fertig. Aber es ist auf jeden Fall in den Sozialwissenschaften, auch in der Psychologie, eine sehr umstrittene Methode, die überhaupt gar keine Anerkennung dort findet. Ja, das ist ein Bild, was gezeichnet wird, was der Realität aus meiner Sicht nicht ganz gerecht wird. Weil ich frage mich letztendlich, wo bleibt die Selbstverantwortung des Einzelnen, wenn er irgendwo hingeht in eine Religionsgemeinschaft oder in eine sonstige Kurs oder in ein Therapieangebot, ist es doch in erster Linie erstmal eine freiwillige Entscheidung, wohin ich gehe. Ja, nicht weil jeder Mensch ist verschieden, jeder Mensch ist individuell in keinem Bericht bestritten und geht auch mit unterschiedlichen Voraussetzungen da hinein. Aber dann zu behaupten, genau dort findet da statt, diese Psychomanipulation, dass ich unter diesen Zwang gesetzt werde und nur dort, und das gilt für alle, da habe ich ein bisschen ein Problem. Ne? Ja, verstehe ich auch und ich akzeptiere auch vollkommen, was Sie sagen, aus Ihrer Sicht. Ich bin nicht bei Scientology dabei, ich war auch nie dort. Meine Meinung ist, die Glauben realisiert sich nur in der Praxis und von der habe ich heute noch gar nichts gehört. Ne? Na gut. Ja. Ja. Also ich mache ein Beispiel. Stimmt. Scientology hat ausgebildete Geldpresser. Die sind ausgebildet darauf, Geld zu suchen bei den Menschen. Ja. Das sind ausgebildete Leute, das ist Methode. Also dazu kann man sagen, und diese Leute, Frau Donau, lassen Sie mich ausreden, ich will heute Scientology ganz klar outen. Ja, diese Leute haben bei mir im Büro gestanden, 3 Tage lang. Zwei uniformierte Scientologen standen bei mir im Büro, 3 Tage lang, von morgens bis abends. Was haben die gemacht? Die wollten Geld von mir, 30.000. Waren Sie da schon draußen? Nein, war ich noch drin, damals noch in dieser scientologischen Firma. Ja, Am nächsten Morgen standen die wieder da. Und Sie wollten Geld von mir. Sie können ja sagen, nein, das habe ich nicht. Habe ich gesagt, ich habe kein Geld mehr. Ich hatte bis dato schon 120.000 Mark verloren an Scientology. Aber oder gegeben. Nennen Sie es einfach so, lassen Sie mich ausreden. Am zweiten Tag standen Sie wieder da, am dritten Tag standen Sie wieder da. Ich habe am dritten Tag gesagt, ich zahle das nicht, ich habe das Geld nicht. Ich konnte überhaupt nicht arbeiten, ich war total fertig. Dann sind Sie nebendran in den Raum gegangen zu meinem Chef, zu dem Unternehmer und haben gesagt, die da draußen ist unethisch, die hat den Kurs zu machen, sie muss den Kurs machen, sie muss das zahlen. Und dann hat der Chef gesagt, gut, die 30.000 kriegen Sie von mir, die unterschreibt Ihren Darlehensvertrag und sie muss das dann abzahlen. Ja. Alles ganz professionell, absolut professionell, nicht nur meine Beispiele, absolut professionell organisiert. Also ich weiß nicht, wo Sie waren, wenn das wirklich so wäre. Hören Sie auf, Frau Donau, Sie wissen genau, von was ich rede. Nicht mehr dabei, das kann ich Ihnen sagen. Was ich vorher sagen wollte, ist, es gibt eine Untersuchung, eine amerikanische. Ach, hören Sie auf, Ihre Untersuchungen. Die Spenden und Spendensysteme von Religionen untersucht haben. Und die hat das Spendensystem, das in der deutschen Kirche als das gerechteste untersucht. Warum? Weil es nur auf die, die anwesend sind und die wirklich Auditing bekommen oder die Kurse machen, verteilt ist. Natürlich kann es sein, dass dann auf den Einzelnen ein bisschen mehr kommt, aber dafür ist es das gerechteste. Und das war eine amerikanische Untersuchung. Warum haben Sie dann Preislisten, wenn Sie das ganze Spenden nennen?
Es gibt das sind keine Spendenpreise. Das sind Beiträge. Da steht aber Spenden drauf. Ja, aber das ja, ist aber Spenden ja, in Amerika ich normal nach, auch nach, dem, nach Maßgabe meiner Möglichkeiten oder Fähigkeiten und nicht genau das. Die Spende für den Kurs genau so viel. Ja, es gibt, man muss die Organisation ja auch erhalten. Ne? Insofern gibt es halt definierte Spende. Ne? Genau, das, wobei das sie nichts verdienen, sondern da oben die. Das ist ja ehrenamtlicher Job, ne? Genau, untersucht. Ja, warten Sie mal, weil das ist ja gerade, wissen Sie, niemand profitiert auch davon, von diesem Spendenaufkommen. Das wurde ja, bevor die Anerkennung als gemeinnützige Religionsgemeinschaft in den USA stattfand, ganz genau untersucht, welche Geldwertvorteile hat Herr Miscavige, was für Einnahmen haben die einzelnen Mitglieder. Und da wurde festgestellt, dass das sich absolut im Rahmen bewegt. Ja? Also da würde jeder Pfarrer... Wo sind denn meine 160.000 Mark hingegangen? Patrons hin in die Kirche natürlich. Wo kommen, in welche Kirche? Wo denn? In Frankfurt nehme ich an. Oder ach so. St. Hill oder wo auch immer. Ich habe einen Mann rausgeholt, der hat das Geld fortgeschafft von Hamburg nach Dänemark. Einer der Geldpresser war in Hamburg. Den kenne ich sehr gut. Geldpresser heißt das. Ja, das sind ja alles Propaganda. Die müssen das Geld Schlagworte, ja, um hier bestimmte Positionierungen zu schaffen, die mit der Realität, Frau Schweizer, überhaupt nichts zu tun haben. Wie wären denn diese tollen Anwesen, die man in dem Film zum Teil gesehen hat, da in Amerika, diese riesigen Paläste mit den großen Grundstücken und Teichen und so weiter, wie werden die finanziert? Na, das geht über Spendenbeiträge, aber auch jetzt, also nicht nur für kirchliche Dienste, weil das fließt dann ja in die jeweiligen Kirche und wird dann entsprechend aufgeteilt. Das wird ja auch öffentlich gemacht für alle hauptamtlich aktiven Mitglieder. Und dann gibt es natürlich solche Organisationen wie zum Beispiel die Internationale Vereinigung der Scientologen, die speziell Spenden für bestimmte Projekte auch sammeln. Können wir noch eine Bildungsprojekte Umdrehung? Oder halt auch diese, sagen wir mal, zur Unterstützung solcher Gebäude. Können wir eine Umdrehung weitergehen, was Sie angesprochen haben? Was ist ein von einer Religion? Eine Religion ist ja keine Gewerkschaft. Was und von einer Religion erwartet man, dass sie irgendeinen Glaubensinhalt hat. Ja. Bei den christlichen Religionen ist das relativ einfach, obwohl die ja große Unterschiede haben, ja, aber letztlich endet das Ganze irgendwo bei Jesus immer, auch bei Hinduismus, Islam, das durchschauen wir alle irgendwie so vom Prinzip her, was die für einen Glaubensinhalt haben, vom Grundsätzlichen her. Bei Scientology ist das eigentlich für einen Außenstehenden, der ich bin, völlig diffus, Herr Religionssoziologe, Wissenschaftler, sonst was. Von außen gesehen, Sie haben das sicher studiert. Was haben denn die? Haben die überhaupt einen Glaubensinhalt? Oder ist es nur eine Firma, wie die Frau Schweizer gesagt hat? Ich sag mal, Sie haben zuerst Kirche gesagt, dann Religion. Jede Kirche arbeitet nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Jede muss leben, Man muss sich erhalten und so aber weiter. Aber ich meine schon Religion. Aber das Religiöse ist... Was haben die für einen Inhalt? Ich bin jetzt nicht der Theologe, aber ich denke mal schon, also die Scientology versteht sich ja selber als eine Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Religion. Man muss immer sehen, in der Zeit, in der Hubbard gelebt hat, in den 1950er Jahren in den USA, er war ja vorher, hat sich sehr erfolgreich mit Science-Fiction-Literatur, das muss man ja das kann man ja nachlesen und nachschauen. Und hat natürlich durch diese erfolgreiche Arbeit auch sehr viele Expeditionen unternommen, auch nach Asien. Und beschreibt ja selber in seinen eigenen Büchern, dass er sagt, die Religion hört nicht beim Christentum auf, sondern sie ist älter als 2000 Jahre, sondern ist auch zu suchen in den östlichen Philosophien in Asien. Also er hat sich sehr viel mit asiatischen Weisheitslehren beschäftigt und ist letztendlich aufgrund seiner, sag ich mal, Untersuchung, seiner Annahmen, hat er eben diese Religion gegründet. Aber das tun wir halt wieder in diesen Mix, sich selber zusammenbauen. Ja, aber was ist der Inhalt von Scientology? Ja. Das wird Ihnen sicher... Ich frage ganz konkret. Ja. Wir haben es heute auch gehört in den Filmen, diese eigenartige, vor 75.000 Jahren ist da irgendwas gekommen auf die Erde. Das ist nicht unsere Schöpfungsgeschichte. Ist nicht Ihre Schöpfungsgeschichte. Natürlich ist das dann in den OT-Unterlagen, kann man das leisten. Lass mal das schnell, die Frau Schweizer, oder wollen Sie sagen? Und dann dürfen Sie sagen, dass Sie Blödsinn ist. Ich kann das ja gar nicht wissen, wenn Sie noch nicht mindestens OT-3... Also gut, wie heißt diese... Ihrer Information nach dieser Geschichte? Dieser Xeno vom Planeten Digiac, der hatte eine riesige Überbevölkerung und Jostern, man ist sich nicht einig, ob es vor 79 Millionen, 79 Milliarden oder 79.000 Jahren war, seine Überbevölkerung in einer Wasserstoffbombe auf die Erde. Er selber wurde dann auch in einer Ballast... Was heißt in einer Wasserstoffbombe? Was heißt das? Ja, das müssen Sie die Damen fragen. Also Sie erzählen jetzt Ihre Geschichte. Das ist die Science-Fiction an dem Ganzen. Sie kommen dran.
Und diese da drin sind dann die Tetanen auf Punkte kondensiert. Beginn waren sie als Erste. Das stimmt. Und diese Tetanen, also wir sind die Körper, in denen gute, aber auch böse Tetanen sitzen. Ist das eine Art Seele oder was? Das ist ein punktförmiges Wesen, ja. Das ist das, und es gibt dann auch eben böse und gute. Und die sind auf die Erde gekommen? Ja, durch diese Wasserstoffbombe von diesem bösen Xeno. Und man hat und ja was auch war dann auf der Erde? Ja, da sind sie einmal eingeschlagen in einem Vulkan vor Hawaii. Das waren aber böse Wichte, oder? In der Erzählung. Nein, das waren gute. Ja. Das waren gute Wichte. Aber es gibt dann auch böse Wichte natürlich. Den Xeno selber, der liegt in einer Kiste in den Rocky Mountains, auch laut Hubbard. Ich habe das bitte alles gelesen. Ja, aber nicht ich hätte auch eine solche Bibliothek mitnehmen können. Ist das, erfinden das Ihre Gegner oder was ist das? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo Sie das herhaben. Sie können ja, nein, aber Sie können ja alles Mögliche aufs Internet stellen und behaupten, das sei OT-Material. Steht viel also der, ich habe die Bücher, die in Kopenhagen erschienen sind, mehrere Meter aus. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich halte das für kompletten Unsinn, ja, und das haben wir auch in der Dokumentation gesehen. Ich bin mit dieser Meinung nicht alleine. Also ich kenne niemanden, der das für bare Münze nimmt. So die Faktoren, die Schöpfungsgeschichte, ich werde sie jetzt hier nicht wiederholen, aber die ist... Nein. Haben Sie eine Schöpfungsgeschichte? Ja, natürlich. Da können Sie die in der Nutshell sagen. Buch, kann man auch kurz. Na, im Grunde genommen ist ja das Konzept, dass alles geistigen Ursprungs ist. Und dass im Grunde genommen das Geistwesen oder Gott der Schöpfer des Universums ist. Und dann wird in den Faktoren beschrieben, wie sich quasi Materie entwickelt hat, wie sich Gase entwickelt haben, Flüssigkeiten etc., wie es Gesichtspunkte gab, wie eigentlich diese Welt entstanden ist. Und diese Schöpfungsgeschichte stammt schon aus den 50er Jahren, wurde auch in den Schriften veröffentlicht. Kann es sein, dass sich die weiterentwickelt hat? Von dem etwas absurden Science-Fiction zu einer Mischung, wie Sie es jetzt sagen, zwischen Theologie und Quantenphysik? Das läuft das hinaus, was Sie gesagt haben jetzt? Ich weiß, ehrlich gesagt, weiß ich nicht ganz, worauf Sie jetzt im Moment hinaus wollen. Nein, nein, es ist eine Frage. Ja? Es könnte sein, dass das die alte Version ist und dass Sie die geltende Version. Sie fragen also genau ums Eingemachte, das kann sie natürlich nicht beantworten. Warum das nicht? Aber OT-Unterlagen überhaupt was nicht reden. OT, das haben wir OT? Operierender Täter. Aber ich möchte... Entschuldigung, nicht alle durcheinander, nicht alle durcheinander. Also der Xenomythos ist auf jeden Fall Teil der Wahrnehmung von Scientology. Und es gibt ganz konkret... Er sagt der Wahrnehmung. Ein Teil der Wahrnehmung von Scientology. Okay. Und es geht also ganz konkret darum, dass im Zusammenhang steht mit einem Gerichtsdokument. Es gibt das berühmte Fisherman Affidavit. Das ist also das Dokument, wo das erste Mal konkret das Material an die Öffentlichkeit getragen wurde. Das ist also angeblicher Inhalt dieser OT-Stufen. Wobei wir... Nochmal, OT, das ist ein hochrangiger... Das ist also ein Fortschrittsweg, der nach dem Clear kommen kann. Über dem Clear ist das. Über dem Clear, schwere Stufen, die man eben dementsprechend auch bezahlen muss, um sie zu erreichen. Aber wichtig ist, dass das auf jeden Fall Teil einer offensichtlichen Einweihungsstufe ist, zu der noch viele andere Elemente dazugehören. Ob jetzt Scientology das weiterentwickelt hat, ob da jetzt andere Elemente da noch eine Rolle spielen, ist nicht genau herauszufinden, weil Scientology an sich dazu nichts mehr sagt. Also das ist einfach abgeschlossen. Ja, weil wir können auch nicht bestätigen oder verneinen. Aber es gehört auf jeden Fall dazu. Also da wurde von Hubbard offensichtlich, und das war eine Phase, nachdem er mit Dianetics, dem Buch, einmal eine Präsentation gemacht hat und dann eben gemeint hat, ich gründe jetzt The Church of Scientology, eine Ebene zusätzlich noch geschaffen, die man als mythologischen Überbau bezeichnen könnte, Auswirkung auch immer. Also ich möchte mal mit praktischem Beispiel das sagen, das wird ja so viel theorisiert hier. Also die OT-Unterlagen, ich habe eine OT-5-Frau daraus genommen, diese OT-Unterlagen sind so geheim, da steht es natürlich auch drin. Sie hatte vergessen, sie musste auf die Toilette, war an ihrem Auditing dran, an ihrem, also zu diesem geistigen, zu dieser angeblichen geistigen Erlösung, hat ein Blatt dieser Unterlagen vergessen auf dem Tisch, während sie auf die Toilette ging. Als sie
zurückkam, durfte sie in das Zimmer nicht mehr rein, wurde sofort als Non-Existenz bezeichnet, als Person, die nichts mehr ist, und musste in den Keller in St. Hill, in London ist das, das Straflager, und musste die Räume, das sind Toiletten mit Fliesen, die sind gefliest von unten bis unten, musste sie mit der Zahnbürste sauber schrubben, und um aus Non-Existenz wieder rauszukommen. Das heißt, sie hatte lediglich ein Blatt mit diesem Unsinn. Mit dem Mythos. Genau, ja, auf dem Tisch vergessen. Mhm. Und solche praktischen Beispiele kann ich den ganzen Abend erzählen. Was wissen Sie vom Mythos? Eine Geschichte nur. Ja, ich finde das irgendwie ein bisschen, absurd und sehr, ja, sehr mystifizierend, jetzt so eine Scientology jetzt auf so einer Ebene Zenu kommt und sprengt da irgendwas in die Luft. Wer glaubt und das? Da können Sie genauso gut die Genesis in Frage stellen. Sie können alles in Frage stellen letztendlich, ob das einen Sinn macht, ob das dazugehört oder nicht. Ich glaube, jemand, der sich einer Religion zuwenden will, der will etwas Praktikables, der will etwas Praktisches, der will etwas für sich tun, der möchte irgendwie seine spirituelle Entfaltung oder so. Und da denke ich, ist das Auditing sicher eine sehr wichtige, wichtige Methode. Und das war das, was ich ansprechen wollte, das war eben die Geschichte, weil Sie gefragt haben, was ist doch an Religion, an Scientology. Mhm. Ist nur meine persönliche Meinung, was ich aus meinem Studium halt für mich sozusagen herausgefunden habe, dass das Hubbard in den 1950er Jahren, ist ja relativ kurzer Zeitraum, wo diese Kirche gegründet worden ist, sich sehr stark auch mit Technik und auch mit Psychoanalyse beschäftigt hat. Ja, hier in der Stadt der Psychoanalyse in Wien sind wir ja heute. Und Hubbard hat schon irgendwo versucht, diese Elemente auch der Psychoanalyse in dieses Auditing, in dieses Auditing-Spektrum zu integrieren. Auch wenn die Begriffe anders heißen. Auch wenn Tetan ist aus meiner Sicht nichts anderes wie die Seele, ne? So ist die Wiederfindung der Seele oder so. Und den reaktive und der analytische Verstand bei den Scientologen, das hat auch sehr viel mit Psychoanalyse zu tun, wird aber anders gedeutet. Mhm. Und Hubbard hat selber gesagt, sein religiöses Verständnis ist das, Religion und Wissenschaft, die er zu seiner Zeit gesehen hat, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts, diese irgendwo zusammenzubringen. Und daraus ist für mich auch verständlich, warum es diesen E-Meter zum Beispiel gibt. Ja, das ist Stichwort E-Meter. Ja. Nämlich Technik und Hubbard, bitte. Ja, Wir wissen, wovon wir reden, die Damen und Herren zu Hause. Das ist dieses Gerät, das man in den Filmen mehrmals gesehen hat. Ja. Ein quasi, nennen Sie mal, Lügendetektor. Er wird immer so genannt. Ja. Ich habe gesagt quasi. Ja, das macht der Lügendetektor. Ja, aber er sagt ja nicht, ob sie lügen oder nicht. Ja, und man nimmt es in die Hand und dann schlagt der Zeiger aus. Was ist das? Ist es ein Hokuspokus? Das ist ein Hilfsmittel beim Auditing, bei der Seelsorge, das Ihnen hilft. Mir oder dem vis-à-vis? Naja, angenommen, Sie würden auditiert, dann geht es ja darum... Also ich sitze da mit dem in der Hand, genau. Ich bin der Bewerber, wenn Sie so wollen, ja? Ja, der Pre-Clear hilft oder Pre-Routine. Hilft es mir oder hilft es dem vis-à-vis, dem Lehrer, wenn Sie so wollen? Ihnen. Mir, dem Bewerber. Ihnen, ja. Was hilft mir das? Der Auditor kann sehen, wo Momente körperlichen oder seelischen Schmerzes sind und Ihnen helfen, diese Momente anzuschauen. Der sieht den Zeiger auch, also beide sehen den Zeiger. Nein. Nur der Auditor sieht den Zeiger. Ich habe Platz gewonnen. In einem einzigen Gerichtsverfahren hat sich mal ein Scientologe getraut, mich zu verklagen. Der heißt, dass in einem zwangshypnotischen Verfahren mit Hilfe eines Lügendetektors das funktioniert ja nicht. Menschen in einen Menschen abhängig gemacht werden. Ja, Ihre Meinung kann das ja sein. Verstehe ich. Ich habe überhaupt kein Problem mit Ihrer analytischen Bewertung. Ich auch nicht. Nur es geht um das Praktische, wie Sie es machen. Ja. Und das, was Sie machen, sage ich, ganz klar. Ja. Das andere ist in Ordnung. Aber wissen Sie, wenn zwei Menschen sich gegenüber sitzen, ist mir das egal, ob da eine Dose oder irgendwie. Moment, ich kenne auch psychiatrische Verfahren, ich kenne auch Roger-Techniken, ich kenne das alles. Techniken finde ich ein bisschen plakativ, weil es geht ja um Gespräche. Nein, geht's nicht. Auditing heißt ja. Sie sind falsch informiert, es geht nicht darum. Es geht darum, dass ein ganz abgedrillter Auditor da sitzt, der ist total abgedrillt. Man hat es in dem Film sehr schön gesehen. Der hat keine Emotionen, der haut einfach drauf. Und man hat es gesehen, wie der den angeschrien hat in dem Film.
nicht so gesehen. Habe ich alles erzählt? Ja, bitte, nicht ja. nur ich. Bitte, machen Sie es nicht an mich. Ist gedrillt ein Fachwort? Ein Fachwort oder ist es ein Wort, das wir... Er wird richtig gedrillt. Nein, er wird darauf gedrillt, wie die Damen auch. Ist ein Wort, das in Österreich nicht so üblich ist. Abgedrillt. Abgedrillt. Also gedrillt, meinen Sie? Geübt, 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 geübt. Ich nenne es gedrillt. Und das ist auch der Auditor. Da möchte ich aber auch jetzt mal was zu sagen. Also ich habe irgendwie ein bisschen ein Problem damit, auch mit Ihrer Ausführung. Ich finde das vollkommen in Ordnung, dass Sie da auch diese, dass Sie das so darstellen oder so. Ich frage mich nur die ganze Zeit, diese ewige Unterstellung, auch man würde automatisch in irgendeiner Weise in seiner Psyche so manipuliert, dass man in der überhaupt nicht mehr in der Lage ist, kritisch zu sein. Sie sagen immer, das durfte ich nicht, ich durfte nicht sagen. Da möchte ich Ihnen was dazu vielleicht sagen. Ist das ja auch etwas, was man vielleicht in der Kommunikation zwischen Menschen begründet sehen kann und nicht nur, weil das Scientology heißt. Ne? Nein, wieder stimme ich mit Ihnen überein. Nur, wenn ich aufgeklärt bin und als aufgeklärter Mensch in die Scientology hineingehe, tut kein Mensch. Garantiere ich Ihnen. Das stimmt, aber das wenn stimmt, ich aufgeklärt bin, dann haben Sie es vielleicht probiert als aufgeklärter Mensch. Dann ist das in Ordnung, was Sie sagen. Wenn ich aber nicht weiß, was auf mich zukommt, wenn ich diese Organisationen, die Hintergründe nicht kenne, dann ist das nicht in Ordnung, was Sie sagen. Ja, das mag sein, dass Sie das so sehen, aber ich sehe das so, wie ich das jetzt halt dargestellt habe. Und, ist Ihre Sicht, okay. Ich sehe das so. Zufriedene Mitglieder von uns. Ach, die 10 Millionen kommen wir auf. Ich möchte jetzt noch einmal, oder zu diesem Ganzen auch, was Herr Schulte gesagt hat, grundsätzlich kann man auf jeden Fall Hubbard jetzt vornehmen oder vorstellen als jemanden, der ursprünglich sowas wie ein psychoanalytisches, unter Anführungszeichen, Konzept entworfen hat. Ganz am Anfang. Man muss mit diesem Dialetics-Programm ganz konkret gemacht haben. Man muss aber dazu sagen, dass dieses ganze Programm, das ursprünglich auch an die Psychologie und an die psychiatrischen Wissenschaften und so weiter vermittelt wurde, von diesen niemals akzeptiert wurde. Und es kam dann eben auch zu einer massiven Ablehnung, zum Beispiel, das ist die andere Seite der Psychiatrie, aller Verfahren, die mit Psychologie... Ja, was steckt da dahinter? Das ist eigentlich unverständlich. Also von außen betrachtet würde ich sagen, ein beleidigter Hubbard, der nicht akzeptiert wurde von der Psychiatrie und der dann eben dementsprechend reagiert hat. Und hier ist immer auch die These natürlich im Hintergrund, er hat dann davon ausgehend jetzt sich in eine andere Richtung entwickelt. Also diese es gibt aber auch die These, dass gesagt worden ist, die Psychiatrie und die Psychotherapie damals zu Hubbard-Zeiten, dass die sehr teuer gewesen ist und dass sich viele Leute die gar nicht leisten konnten. Und er versucht hat, eine Methode zu entwickeln, die, sage ich mal, ein bisschen flächendeckender sozusagen anzuwenden. Diese These habe ich auch gehört. Ja, also da gibt es alle, vermutlich alle möglichen Fragen. Sie wollen dazu noch eine? Nein, also sagen wir mal, ich möchte generell was zum Auditing sagen. Auditing funktioniert niemals, wenn kein Vertrauensverhältnis besteht. Das ist besteht. Noch das E-Meter und das Gespräch. Ja, das ist egal. Es gibt unterschiedliche Formen des Auditings. Es gibt Auditing, jetzt lassen Sie mich mal ausreden, was sich auf positive Geschehnisse konzentriert. Es gibt Auditing, das sich auf negative Geschehnisse konzentriert und diese aufarbeitet. Es gibt Auditing, wo quasi das geistige Wesen bestätigt und gestärkt werden soll. Ja, das sind unterschiedliche Formen. In jedem Fall ist ein Auditing vergessen. In jedem Fall ist ein tiefes Vertrauensverhältnis. Funktioniert gar nicht. Kann gar nicht funktionionieren. Nein, aber ich würde gerne ein Konzept erläutern. Es gibt eine Johannesburg-Confessionalliste. Ja, ich rede jetzt vom Auditing und das Verhältnis zwischen Auditor, zwischen Geistlichem und demjenigen, der auditiert wird. Wenn Sie sich nicht öffnen können, also sagen wir mal, gefahrlos öffnen können, dann wird die Person nicht zu Ihnen sprechen und Auditing funktioniert nicht. Das heißt, ein Geistlicher muss absolut auf sein Gegenüber eingehen können, er muss sich auf ihn einstellen können und er darf, sagen wir mal, das ist ja so feinfühlig, Sie werden es selber wissen, nur bei einem Gespräch mit einem Freund, der hat ein bestimmtes Blickverhalten und Sie wissen, dass er das, was Sie sagen, missbilligt und dann machen Sie zu. Aber bei einem Freund braucht nicht die Blechdosen in der Hand. Genau, ja, das stört einen Scientologen überhaupt nicht. Ja. Und das ist, sagen wir mal, es gibt verschiedene Formen des Auditings. Alles, was ich sagen will, das, was wir in diesem Film gesehen haben mit dieser Schreierei, das ist genau völlig das lächerlich. Ist nein, es ist Praxis. Das funktioniert aber nicht, das kann gar nicht funktionieren. Ich habe ja gar keine Ausbildung in Scientology, ihr beiden. Also, es funktioniert. Ihr werdet auditiert auf die Sendung hier, aber sonst nicht. Eine Frage nochmal zum Inhalt, zur Lehre, wenn man so will. Die
Religionen, die mir geläufig sind, die haben eigentlich alle Bücher, wo das alles drinnen steht, ja, kann man lesen. Ja. Und da wird so ein offenbar ein Geheimnis draus gemacht. Nein. Nicht? Wir hören doch die ganze Zeit. Klar. Viele Dinge erfährt man erst, wenn man ganz offen ist. Es geht um die OT-Stufen, aber es gibt ja 36.000 Seiten Schriftum, die absolut offen sind. Aber in den christlichen Religionen, im Islam und so, ist das jedem zugänglich. Nein, nicht alles. Also sagen Sie mir nicht, dass die katholische Kirche nicht geheime Schriften in ihren Katakomben hat. Also ich denke, Sie hat ein Archiv, aber die Bücher meines Wissens, in denen die Lehre drinnen steht, das ist voll frei zugänglich. Genauso. Also vom Selbstverständnis der Gruppe ist es einfach ein, würde man sagen, esoterischer Inhalt. Also ein Inhalt, der dann später erst vermittelt wird. Mhm. Genau. Böse Zungen wieder behaupten, da ist nichts dahinter. Also das ist eben die Wahrnehmung Zungen, dann ja, wieder von der anderen Seite, wo es einfach das befeuert, darum geht. Befeuert das hinein Geheimnissen sozusagen. Ja. Bis hin zum, das ist nichts dahinter. Hier gibt es natürlich auch wieder Wahrnehmungen von Leuten, die Scientology verlassen haben, die bis zum OT8 gekommen sind und die gesagt haben, also bitte, das ist völliger Humbug, da steht, morgen geht die Sonne auf, so wie sie heute aufgegangen ist, als Stufe. Das ist jetzt die unterschiedliche Wahrnehmung dann auch, die einmal festzustellen ist, die mal auch zu konstatieren ist. Eben auch. Und wir können darüber nicht urteilen, jetzt in dem Sinne. Für die, also, die es machen... Man kann es viel billiger haben als bis zum OT8. Darf ich Ihnen kurz nur zwei Sätze vorlesen? Was ist denn das für ein Buch? Das ist alles über radioaktive Strahlung von L. Ron Hubbard. 1980. Also vom Gründer. Von L. Ron Hubbard, einem Kernphysiker und einem Arzt. Wobei nicht so ganz klar ist, ob er das jetzt auch alles ist. Nein. Also sind es mehrere Autoren? Anscheinend, man weiß es nicht. Die Formel für Dianazin. Dianazin besteht aus Nikotinsäure, Vitamin B1, B2, C in einer unglaublichen Konzentration. Und was macht es? Dianazin löscht Auswirkungen von Strahlung aus. Ja, also das ist aber ein alter Text. Das ist 1980. Also, weil ich wollte sagen, es sind ja viele Sachen, sie werden ja überholt, die man auch in der Wissenschaft. Wenn ich religiöse Texte anschaue, dann sind die Bibel ist ja auch ein alter Text und wir reden heute noch davon. Mhm. Und die ist wahrscheinlich schwerer zu deuten als das, dass ja in einem klaren, modernen Englisch geschrieben wurde. Klingt ja naturwissenschaftlich, was Sie gesagt haben. Ja, er wäre ja auch gern. In diesem Fall ist er eben Kernphysiker gewesen, er war dann ja auch Biologe und er war eben auch Psychoanalytiker. Es gibt auch Leute, ich habe das nachgerechnet, er müsste, wenn er das alles gemacht hätte, was ihm zugeschrieben wird, ungefähr 300 Jahre alt geworden sein, ist aber nur 75 geworden, also das kann sich nicht ausgehen. Und da eben, ich denke, wenn ich den Satz lese, Nikotinsäure hilft gegen Atomstrahlung. Da muss ich nicht mehr OT8 machen. Also rauchen heißt das praktisch. Das ist gemeint damit. Kann nicht gemeint sein. Also wenn es Rauchen ist, finde ich das ja gut. Ich rauche ja gern, aber es ist natürlich Blödsinn. Ja. Noch ein Einwurf, Frau Donauer. Ja, zu den Büchern. Sie haben eine richtige Frage gestellt. Ne? Wenn man in eine Scientology-Kirche hineinkommt, sieht man massenhaft Bücher. Wir haben 17 grundlegende Bücher. Das ist eines davon, aber es gibt 17 andere und man findet viele Tonbandvorträge. Jetzt ist das auf DVD, die neueste Technologie. Also es gibt alles. Es gibt alles und Sie können, Sie können nur die höheren Stufen, wie wir vorher schon gesagt haben, nicht finden, weil die vertraulich sind. Alles andere ist niedergelegt und jeder, der von der Straße reinkommt, kann sich das anhören, lesen. Wir haben eine eigene Bibliothek, wo man das hören und lesen kann. Das heißt, wir sind nicht geheimvertraulich, was uns immer gibt's unterstellt wird. Doch, weiter oben Stufen, das schauen. Ja, alles wie bei anderen geheim. Religionen. Ja. Aber das sonst kann jeder hereinkommen und kann alles Herr Winter, also, Sie sind ja in dieser Bundesstelle für Sektenfragen, heißt das? Ja. Und da melden sich Menschen bei Ihnen? Ja. Ist da Scientology in Österreich ein Thema oder kommt es selten vor? Also vielleicht am Anfang kurz... Ich motiviere auch meine Frage. An sich ist das Thema in Österreich viel weniger präsent in der Öffentlichkeit als in Deutschland. Also die Diskussion ist eindeutig relaxierter, das ist klar. Vielleicht auch was eindeutig? Relaxierter. Einfach gelassener, relaxiert, ist auch ein neues Wort. Ist aber nicht round sprech. Also aber vielleicht einmal grundsätzlich zum Setting dieser Bundesstelle für Sektenfragen. Ein Missverständnis damit, es ist also keine Sektenjäger-Veranstaltung. Nein, wir sollen also nicht identifizieren. Information und Beratung. Und es geht um Information und Beratung im Kontext von Gruppierungen,
die eben Teil sind einer massiven, würde ich sagen, aufgefächerten Religionenlandschaft der letzten Jahrzehnte. Ja, gibt es seit 10, 15 Jahren, glaube ich, ihre Stelle. Seit 10 Jahren konkret. Ja. Ist eigentlich relativ mit dieser Bekenntnisgemeinschaftsgesetz in dem Zusammenhang auch festgestellt worden. Und das ist in dem Sinne eine Servicestelle. Man findet sie im Internet. Antwort. Es gibt eine Internetadresse, die hoffentlich jetzt eingeblendet wird. Oder nein, aber das ist am besten, das merkt sich kein Mensch. Man kann das ja googeln. Noch einmal. Bundesstelle für Sektenfragen. Bundesstelle für Sektenfragen. Das merkt man sich. Die Internetadresse merkt man sich nicht. Ja. Weil die ist gerade in Ihrem Bereich alles sehr kompliziert. Ja. Das sowieso. Also aber Bundesstelle für Ebenen, Sektenfragen. Ja, zwei Ebenen, Information und Beratung. Ja. Wobei Beratung dann konkret der Versuch ist, die Problemlagen, die sich ergeben, auf einem individuellen Bereichskontext. Am Telefon oder per Mail oder persönlich? Mail, Telefon und persönlich. Jede Variante. Also hätte ich noch eine Zwischenfrage vielleicht zu Bundesstelle. Ja, lassen Sie ihn das noch sagen. Dann vielleicht jetzt konkret zu Scientology. Bundesstelle ist grundsätzlich so konzipiert, dass sie wahrnimmt jetzt Anfragen. Ja. Und de facto ist es so, dass Scientology natürlich in den letzten Jahren immer im Spitzenfeld war als Thema. Auf unterschiedlichen Ebenen, in anderen unterschiedlichen vergleichbaren Gruppierungen. Wir haben insgesamt, um da eine Zahl, ich habe es aufgeschrieben, Gott sei Dank, 300 verschiedene Gruppierungen, das einmal so runterzubrechen. Ja. Das ist eben auch die eine Rolle spielen bei den Anfragen. Die eine Rolle spielen bei den Anfragen. Und Scientology ist eindeutig immer an der Spitze und wird eben unterschiedlich wahrgenommen in völlig unterschiedlichen Kontexten. Was fragen da die Leute, wenn es um Scientology geht? Es sind die Themen, die wir heute durchgespielt haben. Ja. Ich habe die drei Punkte noch einmal vielleicht. Wie ist das jetzt wirklich intern? Also was sind sozusagen die Problematiken? Natürlich jetzt konkret, ich bin dabei, was kann ich jetzt machen? Mein Verwandter ist dabei, was ist jetzt los? Oder ist mein Verwandter dabei, weil er zum Beispiel irgendwas Komisches tut? Nein, das ist einmal die Wahrnehmung. Dann gibt es natürlich die Thematisierung des Umgangs mit Kritikern, das ist auch ein Thema, das durch... Und natürlich so das Überthema der Dämon Scientology. Also ist Scientology sozusagen so gefährlich, wie eben immer wieder gesagt wird. Sie informieren, beraten, was heißt denn das da? Also fiktiv, ich rufe Sie an oder mail Sie an und frage, lieber Herr Winter, ich interessiere mich für Scientology, soll ich da näher mich drauf einlassen oder was raten Sie mir da? Was machen Sie da? Also grundsätzlich ist der Versuch, was wir da gesagt haben, Informationen und Beratung in einer differenzierten und sehr individuell angepassten Art zu präsentieren. Und die Idee ist da jetzt, einerseits, wenn ich habe jetzt was Konkretes gefragt, fiktiv natürlich, aber konkret. Würden wir Ihnen die Homepage, sozusagen einen Verweis auf die Homepage, Sie können sich hier informieren über den Inhalt dieser. Dazu brauche ich Sie aber nicht. Und als Zweiten würde man sagen, hier gibt es auch eine andere Seite der Wahrnehmung von Scientology. Das heißt, es gibt auch eine kritische Wahrnehmung von Scientology. Würden Sie das sagen dann? Teil eben dann auch. Darauf dieser, würden Sie aufmerksam machen. Und da können Sie sich selber, wenn Sie jetzt also Sie wollen, würden sagen, einerseits, andererseits, auf das läuft es hinaus. Wir sind nicht eine Servicestelle, die einfach nur jetzt auf Homepagen, auf Eigendarstellungen verweist. Es geht grundsätzlich darum, dass wir sehr stark mit Gruppierungen zu tun haben, die in dieser Diametralität wahrgenommen werden. Hier mal eine Eigendarstellung und der steht ganz konträr eben die andere Seite gegenüber, die eben als Kritikerseite wahrgenommen wird. Noch ein und um Einwand? Ein Urteil zu bitten, grundsätzlich eine Frage oder eine Zusatzfrage? Ja, Zusatzfrage. Genau, weil Sie das Stichwort Scientology angesprochen haben und das am meisten bei Ihnen zu dem Thema angefragt wird. Ist das auch so wie bei der Frau Schweizer, dass Sie da sagen, wir haben 600 Aussteiger, die wir betreuen, die aus Scientology heraus wollen? Können Sie eine Zahl sagen, wie viele direkt Betroffene, die in der Organisation Scientology sind in Österreich, die das Bedürfnis haben, auszusteigen? Das müssten Sie ja sagen anhand Ihrer Daten. Also Frage jetzt. Nein, ganz konkret, ich habe hier keine Zahl, die jetzt konkret drauf kommen könnte. Wir haben eine Statistik, die eben die Gesamtzahl der Wahrnehmungen und die Gesamtzahl dieser Kontakte präsentiert. Ja, aber Sie und die ist auf allen Ebenen angesiedelt. Also von ist Scientology gefährlich bis hin mein Bruder ist sozusagen bei Scientology. Also keine Ausstiegsberatung oder so. Eine Ausstiegsberatung im Sinne von wir raten jemanden auszusteigen, das ist kein Thema. Also das ist aber konkrete aber Mitglieder von Scientology, die sagen, wir möchten eigentlich heraus, Sie bieten ja auch Psychotherapie an in Ihrer Einrichtung. Ich wenn einer sagt, ich will raus, was raten Sie dann, wie das geht? Das ist der konkrete Punkt, der, wenn also hier jetzt ein sogenannter Fall uns, an uns herangetragen wird. Da gibt es eben ein großartiges Team, das
vor allem auf dieser Ebene einer Psychotherapie, Psychologie und so weiter von arbeitet. Euch, und Leute. Dort eben sehr professionell. Also ich werde Gott sei Dank nicht in diese Beratungsebene geholt, beziehungsweise nicht auf die Menschheit losgelassen in der Hinsicht. Mein Selbstverständnis eben hier Religionswissenschaftler, Versuch einer differenzierten Wahrnehmung. Das heißt, man beschäftigt sich mit solchen Leuten dann genauer, so verstehe ich es. Das ist ein Beratungskontext, ganz konkret. Profis. Psychotherapie, Psychologie, die eben dann sich einen Termin ausmachen. Und schauen mal, was steckt dahinter und so. Genau. So. Und da muss man eben die Ebene auch in dieser individuellen Art und Weise auch wahrnehmen. Haben Sie noch einen Einwand? Ja, ich habe einen Einwand dazu. Aber ich möchte noch zu was vorher zurückkommen, bitte. Ja. Nein, mein Einwand dazu ist, ich habe das Gefühl, Sie nehmen nie Stellung. Nicht Sie als Person, sondern Ihre Stelle ist einfach irgendwo so überneutral und so superneutral, dass einfach nichts gesagt wird. Dann frage ich mich, wozu ich das brauche. Dafür, dass Sie hin und wieder einmal nette Mails verschicken, brauche ich Sie nicht. Warum können Sie nicht klar Stellung nehmen? Das passiert nie. Jedes Mal, wenn ich was höre von dieser Sektenstelle, ist es irgendein Wischiwaschi. Das wollte ich dazu sagen, was Sie haben vorher gesagt, es ist ja in den Medien Scientology nicht so präsent. In Österreich. Ja, und da brennt mir wirklich was auf der Zunge, was ich sagen will. Jetzt heute war es doch sehr präsent. Das liegt an den Medien. Das liegt nicht daran, dass Scientology so brav ist. Okay. Das würde ich gern ausführen, wenn es irgendwie geht. Entschuldigung, das ist ein Vorwurf jetzt an Sie gewesen? Die Geschichte haben wir schon öfter, und zwar grundsätzlich jetzt, die Bundesstelle ist dadurch, dass sie versucht, differenziert wahrzunehmen und beiden Seiten, wenn Sie so wollen, gerecht zu werden, ist ja natürlich sowas wie auch der Müllkübel, der von beiden Seiten angeschüttet wird. Das ist einmal die grundsätzliche Wahrnehmung. Auf der einen Seite natürlich immer wieder diese Wahrnehmung, wir tun zu wenig, Presseaussendungen mehr und eben auch Problematisierungskontext. Auf der anderen Seite natürlich der Vorwurf Diskriminierung von kleinen Gruppen und religiösen Minderheiten und so weiter. Ja. Und da sind wir dazwischen drinnen. Und die Frage ist dann in dem Sinne jeweils individuell abzuhandeln. Also, Sie wollten noch einen Einwand machen? Naja, also kein neues Thema, wenn es geht. Nein. Ich denke, was ganz, ganz wichtig ist, und Sie haben das eigentlich ganz gut dargestellt, finde ich, hier gibt es so eine Polarisierung. Und was wir dringend brauchen, in Deutschland insbesondere, ist natürlich eine Versachlichung der Diskussion. Ja, also diese Propagandamaschine, das muss aufhören. Es muss religionswissenschaftliche Studien geben können, auch in Deutschland. Es muss, ohne dass dann der jeweilige Religionswissenschaftler attackiert wird. Wir wollten selbst eine soziologische Studie eigentlich initiieren. Sowas muss möglich sein. Die Frau Schweizer schüttelt den Kopf, muss ich nur sagen. Wir müssen die Diskussion auch praktisch führen. Stellen Sie sich in Ihre Organisation ganz einfach. Tun Sie das nicht mehr, was Sie tun, und dann brauchen Sie keine Studien dazu. Und solange Sie das so weitermachen, Sie müssen es ja. Sie sprechen für sich selbst, Frau Schweizer. Sie werden da nicht einig werden, Herr Winter. So ist es. Herr Winter, das war mir auch klar. Es ist auch nicht der Sinn so einer Diskussion, dass man sich einig wird, sondern der Standpunkte gezeigt werden. Herr Winter, ich gehe davon aus, dass damit zu rechnen ist, dass in den nächsten Tagen die Anfragen bei Ihnen anschwellen werden. Das ist das richtig? Also es ist zu erwarten. Ist und zu erwarten? Wir erheblich sind, anschwellen werden? Ja. Und wir sind hoch erfreut. So. Dass Sie mehr Arbeit kriegen. Vielen herzlichen Dank an die Runde. Dankeschön zu Hause fürs Zuschauen, meine Damen und Herren. Sie wollen noch was sagen? Geht das? Eigentlich nicht. Wir sind schon weg. Kann ich auch noch was sagen? Ja, eben. Das geht nämlich ewig weiter dann. Es geht ewig weiter. Die Anfragen nicht nur dort landen. Wir haben eine Website, wo sich jeder wirklich ein eigenes Bild machen kann. Das ist eh schon gesagt worden. Das hat er gesagt. Hat er gesagt. Noch einmal vielen herzlichen Dank nach Hause. Sie sehen, wir könnten noch ewig weiter diskutieren. Aber irgendwann muss Schluss sein. Es ist circa 12:30. Ja, es ist ein letzter Mal, dass ich mich nicht mehr so hohe FAT-Mail-Kurs habe.